jetzt alle miteinander. Sagt mal, habt ihr auch schon mal eine Bergtour gemacht? Ja, ich meine, so eine richtig zünftige mit Bergschuhen und einem Rucksack. Und dann nach einem langen, anstrengenden Aufstieg die Aussicht bewundert, überall Berggipfel. Das ist doch etwas Tolles, gell? Der Meister Eder ist früher noch etwa die in den Bergen herumgeklettert. Aber in den letzten Jahren ist er eigentlich nicht mehr viel dazugekommen. Es hat schon einen besonderen Anlass gebraucht, dass er seine roten Wandersocken und Bergschuhe wieder mal angelegt hat. Und der besondere Anlass ist jetzt plötzlich gekommen. Und zwar in Form von seinem Neffen, einem Peter. Der Peter war 13, ziemlich gross für sein Alter und ein richtig sportlicher Draufgänger. Er war noch nie in den Bergen und hat darum seinen Onkel, den Meister Eder, immer wieder bestürmt, er soll doch mal eine richtige Bergtour machen mit ihm. Wo der Eder zwischen zwei Aufträgen wieder mal einen freien Tag einschalten konnte, hat er sich an den Wunsch von Peter erinnert und zu ihm gesagt: Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee von dir, Peter, wenn ich wieder mal zu Berg gehe. Da wohnt man doch tatsächlich in der Nähe der Alpen und nützt das viel zu wenig aus. Und du würdest ihn wirklich mitnehmen auf eine Tour, Onkel? Weißt du, wie wäre das der Plausch? Meine Bergschuhe passen mir noch und zu Fuß bin ich auch noch ganz gut beieinander. Mal, es will mir direkt Spass machen. Ich meine, es muss ja nicht gerade eine Kletterpartie sein. Eine schöne Wanderung tut es auch. Hast du gescheite Schuhe bei dir? Ja, einfach die, die ich habe. Die ausgelatschten Turnschuhe? Nein, mein Lieber. Mit diesen Schlarpen gehen wir nicht zu Berg. Aber hast du doch gesagt, nur Wanderung? Wir können ja auf dem Weg laufen. Ein Bergpfad ist aber kein Trottoir. Ein guter Halt musst du einen Weg haben in den Wanderschuhen. In denen, die du da hast, schleppst du Männer aus und schon hast du den Fuß gebrochen. Und einen Regenschutz musst du auch mitnehmen. In den Bergen kann das Wetter umschlagen von einer Stunde auf die andere. Ich habe eine wasserdichte Windjacke. Die nehme ich selbstverständlich mit. Also gut. Aber gute Schuhe brauchst du gleich. Ich kann dir ja dein Geburtstagsgeschenk ausnahmsweise etwas früher geben. Ich gebe dir einen Batzen und dann gehst du dir Bergschuhe kaufen. Oh, danke vielmals, Onkel Franz. Das ist schaurig lieb von dir. Und überhaupt, dass du mitkommst, finde ich total gut. Ehrlich, du bist weiss wie für einen lässigen Onkel. Ja, schon recht, Peter. Der Wetterbericht fürs Wochenende ist auch nicht schlecht. Ein bisschen früh aufstehen müssen wir halt. Aber ich freue mich drauf. Kaum ist der Peter gegangen, hat sich unweigerlich der Pumuckl gemeldet. Berge hat er zwar, nur von unten allerdings, schon gesehen. Aber auf so einen riesigen Berggipfel mal aufzusteigen, das hat ihn jetzt gerade im Moment das Allerschönste gedunkt, was es überhaupt noch geben kann. Mit einem zünftigen Gump ist er auf der Hobelbank gesprungen und hat lauthals verkündet: Hui, ich gehe mit auf den Berg. Ich stehe so früh auf, dass früher überhaupt nicht geht. Und zu Fuß bin ich auch sehr gut beieinander. Und wo komme ich denn für mich Bergschuhe über? Bergschuhe für dich? Oje, Pumuckl, das gibt's vermutlich auf der ganzen Welt nicht. Du musst daheim bleiben. Das geht leider nicht anders. Mal, das geht anders. Ich brauche nämlich gar keine Bergschuhe. Ich habe Bergfüße. Jawohl, das habe ich. Barfüße Bergfüße. Barfüße Berg? Du bist ja nicht bei Trost. Mal, ich bin sehr bei Trost. Und das tröstet mich. Ich bin ein trösteter Trostpumuckl, weil du nämlich einen Rucksack hast. Und weil du mich in deinem Rucksack einfach den Berg draufdrehst. Ja, das würde dir so passen. Du, das würde mir sogar sehr passen. Im Rucksack bin ich ja unsichtbar. Und wenn ich unsichtbar bin, dann habe ich ja gar kein Gewicht und dann musst du mich überhaupt nicht schwer tragen. Ja, und plötzlich wirst du sichtbar und furchtbar schwer und dann zieht es mir den Rucksack nur so runter. In meinem Rucksack kann ich ja gar nicht sichtbar werden. Und du? Du kannst mich ja gar nicht sehen, wenn ich den Kopf oben rausstrecke, weil ich ja auf deinem Rücken bin. Und kein Mensch kann auf seinen eigenen Rücken schauen. Ja, da hast du jetzt auch wieder recht. Also darf ich jetzt mit? Komm, Pumuckl, das wird dir nur langweilig. Nein, das wird mir kurzweilig. Ich schaue die Berge an und die Berge schauen mich an und... Ja, ein Zeitchen lang. Und nachher fangst du an, Faxen machen und rumfiguräteln. Und das letzte Mal kumpelst du mir noch zum Rucksack aus, hüpfst davon und fallst mir womöglich noch jemand runter. Und ich muss dann überall rumklettern und dich suchen. Und der Peter meint, ich spinne. Nein, das meint er nicht. Will ich das alles ganz sicher nicht mache. Grosses Kobolds-Ehrenwort. Mit dem Kobolds.
We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description.